Hallihallo, jetzt wieder Tom, wir haben wieder weitere geile Mods für Star Wars Battlefront 2. Heute mal richtig coole Skins, die teilweise einfach so eine neue Einheit ins Spiel bringen würden. Andere Skins, die einfach nur absolut witzig sind. Und wieder andere, die man eigentlich so hätte ins Spiel bringen können bei der bestimmten Einheit. Also echt viel Verschiedenes, von daher, let's go. Hey du, bist du nicht auch gelangweilt von den immer gleich aussehenden Browsern? Hä? Doch dafür gibt es mittlerweile eine Lösung. Und zwar hat Opera GX jetzt die neue Funktion der GX Mods. Damit ist es super einfach und schnell möglich, seinen Browser aus einem Katalog von vielen verschiedenen vorgefertigten Stilen anzupassen. Und ihr könnt dann natürlich ganz individuell euren Hintergrund, eure Musik, eure Sounds, eure Farben und so weiter nach eurem Belieben verändern. Ob schlicht oder ausgefallen, ob Videospiel oder Film, hier gibt es eigentlich alles, was das Herz begehrt. Natürlich hat Opera GX auch noch weitere Features, wie beispielsweise die GX Corner. Die hält euch immer auf dem Laufenden im Bereich Gaming. Hier seht ihr nämlich alle kommenden Spiele mit Release-Datum und ihr könnt natürlich auch nach euren Präferenzen das Ganze anpassen, um so immer auf dem Laufenden zu sein. Außerdem super praktisch, an der Seitenleiste haben wir die Einbindung von Social-Media-Kanälen, wie zum Beispiel Twitch, Discord, WhatsApp oder TikTok. Hier könnt ihr euch dann ganz easy mit eurem Account einloggen und dann direkt alles im Browser abchecken, anstatt dann jedes Mal die einzelne App dafür zu öffnen. Gerade für sowas wie das Kurzbeantworten von ein paar kleinen Fragen oder sowas, dafür ist das super geeignet. Natürlich kann man in Opera GX seinen Browser auch komplett detailliert customizen. Das geht von bestimmten Wallpapern, die sogar animiert sein können, bis hin zu schlichteren Anpassungen, wie beispielsweise den verschiedenen Einstellungen der Farben, der Elemente. Und so kann man seinen ganz eigenen Stil finden. Habt ihr jetzt auch Interesse an Opera GX, dann checkt unbedingt den Link in der Beschreibung ab oder nutzt direkt den eingeblendeten QR-Code. Und damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit, ab geht's zum Video. Und den ersten, den wir uns anschauen, ist der gute Ponda Baba. Ich liebe ihn, der hat so einen richtig geilen Clip. Hey Robot Chicken. Tot bist du gleich. Mensch, Ponda, ich weiß gar nicht, wie du ohne deine Zeichenhand weiter Designer sein willst. Tut mir echt leid, wir können dich nicht weiter beschäftigen. Und der ist jetzt hier mit im Spiel drin, sieht auf jeden Fall echt cool aus, wie ich finde. Der Skin gefällt mir. Hat sogar verschiedene Karten, guck mal, wie cool. Sogar was, wo sein Arm abgetrennt da liegt. Super gut. Okay, und damit starten wir mal mit ihm rein. Er ersetzt Finn, man sieht es schon. Der hat ja sogar die Fähigkeiten, sehen ja sogar anders aus. Das ist ja der Hammer, du. Gucken wir uns den hier nochmal so an. Ja, der sieht doch mega aus, alter Ponda Baba. Cooler Typ, ey. Die Fähigkeiten ändern jetzt auch nichts. Nee, das sind genau die gleichen Sachen, aber ich finde den so witzig, ey. Ich weiß auch gar nicht, gibt es irgendwie noch eine andere prominente Einheit oder hier eine Figur, die irgendwie diese Spezies hat? Ich finde die richtig, richtig cool irgendwie. Ich weiß nicht, ich mag Ponda Baba einfach. Ich find den coolen Typ. Okay, und jetzt haben wir noch den anderen Skin. Da ist er auf jeden Fall irgendwie Fan von der Max Rebo Band. Es ist so verrückt, Mann. Es ist richtig cool. Hier, Max Rebo, das T-Shirt. Sogar mit ihm drauf. Ey, das sieht richtig cool aus. Und echt hätte ich das gern. Sogar Size Noodles. Und wie heißt denn der Klarinetten-Dude? Schreib's gerne mal rein. So, hier haben wir sogar noch die Tour. Richtig, richtig geil. Guck mal hier. Tatooine, Jabba's Palast, Alderaan wurde gecancelt, weil gibt's nicht mehr. Im Scarif Beach Club, im Naboo Hangar, im Bespin, Bionib-Labore. Alter, das ist einfach fantastisch. Richtig, richtig, richtig witzig. Okay, und damit kommen wir schon zu der Einheit, auf die ich mich, glaube ich, am meisten freue. Denn wir haben einfach einen Tusken-Räuber-Skin hier reinbekommen. Der ersetzt Bosk, hat auch seine typische Waffe, hat sein typisches Aussehen. Die sehen halt total witzig aus, total geil aus und die machen auch die Geräusche. Hat sogar auch wieder eigene Sternkarten. Wie geil ist das denn? Und damit starten wir rein. Ich werde angeschrien, Hilfe. Das ist ja richtig geil. Oh, guck mal, hier auch die Zeichen wieder unten. Ey, das ist ja super cool. Dieser kurze Sound, den er gemacht hat. Oh, das ist ja super, super, super geil. Alter, der ist der Hammer, ey. Und ist natürlich absolute Quatschmod. Ich meine, wer will denn Taskenräuber als Held haben? Die kann man natürlich als irgendwie normale Einheit so reinbringen. Vielleicht irgendwie ohne die Fähigkeiten. Was denkt ihr? Hättet ihr irgendwie Bock auf so eine Spezialeinheit? Aber wer hat die denn auch? Das Imperium ja irgendwie nicht. Die Geräusche. Das Imperium ja nicht und irgendwie halt auch die Rebellion nicht. Aber wäre cool, wenn die einfach so neutrale Angreifer wären, ne? Dass die dann einfach mal so ankommen und dann dich einfach so ein bisschen attackieren, so ein bisschen abschießen mit ihren Cycler-Gewehren. Das wäre witzig. Das gab's in Battlefront 1 gab's das. Da gab's auf der Tatooine-Map so neutrale Tusken-Räuber und ich fand das immer so cool, dass die einen einfach so
quasi attackiert haben. Aber wie cool der aussieht. Und dann manchmal auch die Kommandoposten damals wieder neutral gemacht haben. Das war cool. Aber ansonsten absolute Spaßmod und überhaupt nicht ernst zu nehmen. Trotzdem geil. Und als nächstes würde ich sagen, schauen wir uns erstmal Cassian Andor an. Der kommt auch mit ganz vielen verschiedenen Skins. Richtig, richtig, richtig cool. Hat auch seine Waffe dabei, die K16. Finde ich auch eine geile Sache. Und hat auch wieder Sternkarten. Man sieht schon ganz viele verschiedene Sternkarten, die man ausrüsten kann mit verschiedenen eigenen Bildern. Finde ich richtig cool. Oh, und der hat, wie man hört, Custom Audio. Das ist natürlich auch nice. So, ansonsten, wie gesagt, es spielt sich einfach genauso wie Lando. Hat zwar unten auch wieder eigene Icons, aber die Fähigkeiten sind genau wie bei Lando. Also sieht natürlich gerade cool aus wegen dem Blaster, ey. Das ist super geil. Das Gesicht ist ein bisschen, ja, ein bisschen schlecht aufgelöst irgendwie, auch die Textur wieder. Und die Haare sehen halt sehr nicht so aktuell aus, sage ich jetzt mal dazu. Man sieht halt, dass das eine Masse ist und nicht irgendwie einzelne kleine Strähnen oder sowas. Aber ansonsten, der Skin sieht eigentlich echt ordentlich aus, finde ich. Der ist ganz cool. Gibt auch noch andere Skins, gucken wir uns die mal ganz kurz an. Und ich glaube, mir gefällt am besten dieser Nakina-Gefängnis-Skin. Die Szene dazu sowieso richtig geil. Und der Skin dazu einfach richtig gut. Und wie auch schon gesagt, der hat eigene Sprachfiles und Emotes bekommen. Rebellions are built on hope. Also, schon cool gemacht. Alright, Leute, auf zur nächsten Mod. Und da haben wir den guten alten Ben Kenobi. Nicht nur den Kraytrachenschrei kann er gut, er kann auch ganz gut aussehen. Und es ist ein bisschen schade, dass wir den so nie im Spiel bekommen haben, weil der sieht eigentlich echt gut aus, finde ich, in der Ben Kenobi-Gestalt. Schauen wir doch mal ganz kurz ins Ingame rein, wie der hier abschneidet. Oh yes. Der sieht cool aus, finde ich. Schneidet sich zwar so ein bisschen ins eigene Fleisch, aber hey. Yo, cool. Also, ich weiß nicht, ich hätte ihn gern gehabt. Wäre ein cooler Skin. Wäre jetzt wahrscheinlich nicht der, den ich andauernd genommen hätte, so. Ich glaube, da mag ich beispielsweise den aus Episode 3 dann doch noch ein bisschen mehr. Aber gerade für so passende Ehren oder sowas hätte ich den doch ganz cool gefunden. Hey, dann auf zur nächsten Einheit, würde ich sagen. Und somit kommen wir auch schon zur letzten Mod, die wir uns heute angucken. Und die ist auch eine absolute Spaßmod. Ist angelehnt an Lego Star Wars, die komplette Saga. Denn da gab es einen Charaktereditor, Leute. Und wer sich daran erinnert, der weiß, da kann man auch so einen C-3PO-Körper mit einem Vader-Kopf machen. Und daran ist dieser Quatsch hier angelehnt, Leute. Der ist einfach verrückt, Leute. Der ist so crazy. Der ist hier auch einfach so reingesteckt, glaube ich. Vader-Kopf mit C-3PO-Körper. Hätte man sowas reingebracht. Oh, hätte man sowas vielleicht an so einem 1. April oder sowas reingebracht, weißt du? Hat man auf einmal so einen verrückten Quatsch drin. Jeder Darth Vader ist dann auf einmal sowas, ey. Oder allgemein, dass er dann da andauernd bei allen verschiedenen Charakteren so die Köpfe und die Körper hin und her tauschen. Dass man dann irgendwie so ein Boba Fett hat mit einem Vader-Kopf oder ein Vader mit einem Luke Skywalker-Kopf oder sowas. So ganz verrückte Sachen, ist ja die Frage, wie das einzubauen ist, aber wäre schon witzig gewesen. Naja, was sagt ihr zu den heutigen Skins? Manche waren ja ziemlich gut und ernst gemeint, andere waren eher wiederum ja totale Quatschdinger. Schreibt gerne mal rein, welchen ihr am besten fandet. Damit war es auf jeden Fall mit diesem kleinen Video. Vielen, vielen Dank natürlich fürs dabei sein und damit bis zum nächsten Mal, liebe Leute, ne? Ciao, ciao!